Unter Großfürst Dmitri war Moskau reich geworden und hatte sich mit seinen alten Widersachern verbündet. Derart vereint waren die Rus bereit, der Vorherrschaft der Mongolen zu trotzen. Also stellten sie ihre Tributzahlungen ein. Am Ufer des Flusses Don stellte sich Dmitri der Aufgabe, die Horde als erster Anführer der Rus in der Schlacht zu bezwingen. Nach der Ankunft in Kulikovo würden sich Fürst Dmitri und seine Truppen mit den verbündeten Kräften aller Fürstentümer, die Moskau treu waren, zusammenschließen. Gemeinsam würden sie der seit über einem Jahrhundert andauernden mongolischen Herrschaft die Stirn bieten. Vor der Schlacht rekrutierte Dmitri Soldaten aus den umliegenden Dörfern. Er suchte auch seine Verbündeten auf, die auf ihre Schlachtbefehle warteten. Die Dörfer versprachen, möglichst viele Soldaten bereitzustellen und stärkten so Dmitris Position gegen die Horde. Поспешаю на брешь. Направляюсь, куда наказано есть. Направляйте разумно. Dmitri gab seinen Verbündeten ihre Schlachtbefehle. Sie würden bei den Furten der Smolka Stellung beziehen und sich auf die Ankunft des Feindes vorbereiten. Nun, da er ein treues Heer versammelt hatte, begann Dmitri mit dem Marsch nach Norden, um seinem Feind in der Schlacht zu begegnen. Ладницы смелее, готови суть. Базарата, варевник готов наступать. Исполняй. Ожидаю наказа. Базарата, и готови, двигайтесь. Добро есть. Исполнено будет. Конь оседлом есть. Путь. Варевник готов наступать. Направляюсь, куда велено есть. Приготовлять, служите, рад, если. Идти надобно поскору, таков наказ есть. Выступайте доблестно, воине! Выступайте доблестно, воине! Куда направляетесь? Готовы будете, воине! Долг несть бремя! Dmitri würde die Schlacht mit seinem eigenen Trupp treuer Kämpfer überwachen und immer dort zu Hilfe eilen, wo eine Furt gestürmt zu werden drohte. Die Rus fanden eine neue Siedlung, die versprach, ihre Soldaten für Moskaus Sache zur Verfügung zu stellen.
Als die mongolischen Kriegstrommeln aus dem Nebel über das Schlachtfeld schallten, wappneten sich Dmitri und seine Männer für die Ankunft der Horde. Ihr erster kleiner Sieg bestärkte die Russ-Soldaten und sie warteten standhaft am Ufer der Smolka auf den nächsten Angriff des Feindes. Zivilisten aus der Provinz, selbst nicht in der Lage zu kämpfen, versprachen Dmitri Verteidigungsanlagen zu errichten, zu denen er sich im Falle des Falles von den nördlichen Furten zurückziehen konnte. Dmitris verbündete Dorfbewohner hatten die Errichtung der Verteidigungsanlagen abgeschlossen, zu denen sich Dmitri bei einem Verlust der Furten zurückziehen konnte. Seine Russ-Verbündeten hielten die Furten und rieben die mongolische Vorhut auf. Während sich der Feind nach dem ersten Scharmützel neu formierte, befahl der Fürst den Russ, sich zu den Verteidigungsanlagen auf dem Hügel hinter ihnen zurückzuziehen. Als sie sich zurückzogen, stellten die nahegelegenen Provinzen der Rus zusätzliche Truppen an Dmitris Seite. Разведчик готов выступать. Жду, направляюсь, куда приказано. Будет.
Винный! Близ стоит! Ворон поражает! Скачи, родимая! Повинуйся! Ворон нападает! Разведчики. Ожидаем. Направляюсь, куда наказано есть. Направляюсь, куда велено и куда направляетесь. Путь! Я держу позицию. Скачи, родимая! Что приказать? Направляюсь, куда приказано. Исполняю свой план. Конец свободный, разведчик. Куда направляться? Будет. Время действовать! Восстаньте, воины! Bei seinen Vorbereitungen gegen die Horde hatte Dmitri eine Kavalleriedivision beordert, einen Überfall auf die Mongolen durchzuführen. Er erhielt Nachricht, dass seine Verstärkungen eingetroffen waren und wartete auf den richtigen Moment, um sie ins Gefecht zu schicken. Verzweifelt beorderte Dmitri seine Kavallerie in die Schlacht, obgleich sie noch nicht ihre volle Kraft erreicht hatte. Beiden großen Heere trafen im dichten Nebel aufeinander, doch Dmitris Männer blieben standhaft. Angesichts der herannahenden Horde machten sich die Dorfbewohner der Rus auf, weitere Verteidigungsanlagen zu errichten, diesmal am Ufer des Flusses Don. Идти надо на посмотр. Таков наказ есть. Приготовляйтесь и наказы исполняйте. Под сила исполнена будет. Противный! Близ стоит! Наступайте, латницы смели! Приготовьте сейчас! Готовим, слушайте нас! Латницы наказы ожидают! На коней, латницы! Хорошо!
Die Rus-Armee kämpfte erbittert und das mongolische Heer schrumpfte. Um seine Position noch weiter zu stärken, befahl Dmitri seinen Truppen, sich zu den neuen Verteidigungsanlagen am Fluss Don zurückzuziehen. Als die Rus-Armee sich zurückzog, traf neue Verstärkung ein, um sich dem Kampf anzuschließen. Строй, держите латницы! Исполнено будет. Наступайте, латницы смелее. Время служите, ранец. Бойни, наказ. Идти надо на посмотру. Таков наказ есть. Повинуй. Латницы смелее. А коне, латницы. Сейчас латницы бежим в лоди на прежнюю. Долг есть время. Готовы будете, войны. Dem Don im Rücken stellten sich die Rus-Soldaten in einem letzten Gefecht dem grausamen Feind. Приготовляйтесь, восстанете, воины! Латницы наказа ожидают. Вступайте, латницы, смелые! Поражаем! Стройте, будьте, латницы! Приготовляйте, долг есть время! Yeah.
In den letzten Zügen eines verzweifelten Kampfes mussten die Rus dem Feind die Stirn bieten. Es war eine Frage von Sieg oder Tod. Латницы, на коней садитесь, уже и блази, и на пеш. Служите рад, если... Сейчас. Строй держите, латницы. Приготовление исполнено будет. Живу службы ради. Латницы, на коней садитесь. Уже и блази, на пеш. Готови будь, долг не есть бремя. Все латницы готови суть. Zum ersten Mal in der hundertjährigen Geschichte ihrer Unterdrückung konnten die Armeen der Rus die Mongolen im Feld besiegen. 3 Tage und 3 Nächte lang begrub Fürst Dmitri die Gefallenen auf den Feldern von Kulikovo. Er erhielt für seinen Sieg am Don den Beinamen Donskoi.